Hallo und herzlich willkommen bei Survival Plan. Im Laufe der Jahre haben wir die verschiedensten Kocher getestet und auch selbst des Öfteren benutzt. Aber erst jetzt haben wir den für uns besten Kocher gefunden. Einige Kocherexemplare kennt ihr sicher selber. Angefangen bei den kleinsten Spider-Gas-Kochern, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie sind zwar ganz nett, aber ohne Gaskartusche unbrauchbar. Je nach Modell kann es auch schwierig werden, die richtige Kartusche zu bekommen. Es gibt verschiedene Klemm- und Schraubverschlüsse, jeder Hersteller nutzt etwas anderes. Für diesen Gaskocher von Miltec bekamen wir in keinem Geschäft im Umkreis von 30 km eine passende Gaskartusche. Man müsste sich also vorab ausreichend damit eindecken. Ein Pluspunkt ist die sehr einfache Benutzung. Spider aufschrauben und in 10 Sekunden kann gekocht werden. Die größeren Campinggasgriller bieten mehr Platz, ansonsten gilt aber das gleiche wie bei den kleinen. Dann gibt es natürlich noch die bekannten Notkocher mit Brennstofftabletten. Für unterwegs sind sie eine gute und günstige Notlösung. Auch sie sind sehr einfach zu benutzen. Man kann sie platzsparend zusammengeklappt transportieren und Brennstofftabletten bekommt man in vielen Outdoor-Geschäften. Die Kocher sind aber nicht wirklich effizient und sehr windanfällig. Für unsere Fluchtrucksäcke sind sie trotzdem weiter unsere erste Wahl. Benzinkocher sind oftmals kompliziert zu benutzen und teuer. Dieses Modell kostet zum Beispiel um die 160 Euro. Wir wollten einen Kocher, der alle unsere Anforderungen erfüllen kann. Er sollte mit verschiedenen Brennstoffen funktionieren, den Brennstoff effizient nutzen, nicht mehr als 100 Euro kosten, trotzdem robust und langlebig und einfach zu bedienen sein. Nach langer Suche haben wir genau so einen Kocher gefunden, einen sogenannten Raketenofen. Und den werden wir euch nun genauer vorstellen. Den Link zum Ofen findet ihr in der Videobeschreibung. Unser Ofen ist nur 29 cm hoch, hat einen Durchmesser von ca. 32 cm und wiegt knapp unter 8 kg. Das ist nicht mehr ganz rucksacktauglich, er lässt sich aber noch ganz gut transportieren und die Vorteile überwiegen. Unten befindet sich eine Öffnung zum Entfernen der Asche. Darüber die Tür zum Nachlegen von Brennmaterial. Alternativ lässt sich der Ofen auch von oben befeuern. Das ist sehr nützlich, wenn man Grillkohle verwendet. Den Abschluss bildet ein robuster Ring aus Gusseisen mit 32 cm Durchmesser. Das reicht auch für größere Töpfe und Pfannen. Als Brennmaterial dient Papier, Pappe, Holz, Grillkohle oder was man sonst noch Brennbares findet. Oder Kassenbons. Davon haben wir dank unserer Gesetze ja nun genug. Im Notfall könnten das zum Beispiel aber auch Bücher oder Holzmöbel sein. Unsere Methode zum Anfeuern ist recht einfach. In den Brennraum kommt zerknülltes Papier, darauf dann etwas Holz. Am Anfang legen wir von oben nach, später durch die Ofentür. Wenn man Grillkohle nutzt, lässt man die obere Tür einfach zu, füllt die Kohle von oben ein und legt einen brennenden Grillanzünder in die Aschebox. Über die Aschetür stellt man auch die Luftzufuhr ein und damit die Verbrennung. Braucht man mehr Hitze, lässt man die Tür einfach offen. Dank des Kamineffekts erreicht man schnell die nötige Hitze, um mit dem Kochen beginnen zu können. Längere Holzstücke kann man auf dem mitgelieferten Gitter ablegen. Das klappt besser, als wir ursprünglich dachten. Gekocht werden kann mit dem Raketenofen auf verschiedene Arten. Die einfachste, man spießt ein Würstchen auf und grillt es über dem offenen Feuer. Dazu gibt es Stockbrot. Oder man nutzt einen Grillrost und legt Fleisch und Gemüse direkt auf. Wer richtig kochen möchte, legt sich am besten Töpfe und Pfannen aus Gusseisen zu. Bei richtiger Pflege halten die ewig. Zur Not kann man aber auch mit einfachem Campinggeschirr aus Aluminium oder Edelstahl kochen. Allerdings muss man da mit hartnäckigen Einbrennungen rechnen. Wir nutzen hier beschichtetes Alugeschirr, für die ersten Kochversuche reicht uns das, demnächst werden wir aber auch auf Gusseisen umsteigen. Die Gründe, warum der Raketenofen für uns der bisher beste Kocher ist, sind schnell erklärt. Papier, Pappe oder Holz sind im Notfall einfacher zu bekommen als Gaskartuschen und lassen sich auch bei wenig vorhandenem Platz gut lagern. Bücher und Möbel aus Holz
hat im Notfall auch so gut wie jeder zu Hause. Der Ofen ist überraschend sparsam und hält die Hitze für lange Zeit. Und natürlich ist es auch günstiger, als mit Gaskartuschen zu kochen. Anzünden und kochen klappt auch bei stärkerem Wind ohne Probleme. Wir sind nicht auf ein bestimmtes Geschirr angewiesen und es lassen sich auch größere Portionen zubereiten. Es ist auch dann nützlich, wenn man Wasser abkochen muss. Wir nutzen unseren Raketenofen übrigens nicht nur zum Grillen und Kochen, oft ist er einfach als gemütliches kleines Feuer am Balkon im Einsatz. Falls ihr mehr Videos zum Thema Kochen mit dem Raketenofen sehen wollt, lasst uns doch bitte ein Like da und abonniert unseren Kanal. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis bald.